Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Trotz einer Impfquote von mittlerweile 2/3 der Hamburger Bevölkerung greift die Pandemie weiterhin tief in unseren Alltag ein. Die Grundrechte sind weiterhin beschränkt und vor allen Dingen für die Ungeimpften wird es jetzt so langsam ungemütlich. Bei mir begrüße ich Dr. Arne Patrick Heinze. Sie sind Fachanwalt für Verwaltungsrecht hier in Hamburg. Also schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Zöllner. Vielen Dank für die Einladung. G2 ist ja aktuell das große Streitthema. Thema Eintritt in Bars, Cafés, möglicherweise Theater, Konzerthallen nur noch für Geimpfte und Genesene. Ist das verfassungsrechtlich eigentlich langfristig oder beziehungsweise haltbar? Diese Regeln sind ein sehr, sehr brisantes Thema. Wir müssen dort verschiedene Schienen unterscheiden. Wir haben einmal die Vorgaben des Staates als solchem. Das heißt, wenn es staatliche Regeln gibt, sei es jetzt durch Verordnung oder sei es durch Gesetze, dann kann ich da direkt gegen vorgehen unter bestimmten Voraussetzungen und muss gucken, inwieweit ist das verfassungsgemäß. Und dann haben wir die zweite Schiene. Dort geht es um Verbote im Zivilrecht. Also wenn ich beispielsweise in ein Restaurant möchte und der Restaurantbetreiber mir sagt, ich darf dort nicht hinein, weil ich zum Beispiel nicht geimpft bin, dann strahlen die Zivilrechte die Grundrechte im Zivilrecht nur mittelbar ein. Ich fange mal mit der ersten Schiene an, also mit den Grundrechten gegen staatliches Handeln, denn letztlich geht das Ganze vom Staat aus und die Privaten reagieren ja nur und setzen um, was der Staat letztlich vorgibt. Dort gibt es verschiedene Grundrechte, die eine Rolle spielen. Das ist einmal sicherlich in gewisser Weise ein Persönlichkeitsrecht, dann Körper und Gesundheit für den Betroffenen, der sich impfen lassen soll, dann Schutz Körper und Gesundheit, Leben vielleicht auch, der Bevölkerung. Und das Ganze muss dann noch mit dem Gleichheitsgrundsatz abgewogen werden. Das heißt, wir haben da sehr viele verfassungsrechtliche Aspekte. Vereinfacht gesagt, wenn man zwischen dem Ob und dem Wie unterscheidet, ist es so, dass das Ob dieser Regelung sicherlich in irgendeiner Form verhältnismäßig sein dürfte. Die Frage ist, wie macht man das und wie wird das ausgestaltet? Und es ist eben auch so, dass wenn man die Verhältnismäßigkeit prüft, dieser einzelnen Regelungen und Maßnahmen, man eben schauen muss, auch als Gericht meines Erachtens nach, wie sieht es eigentlich aus mit der Datenlage, mit der Faktenlage? Prüfen denn die Gerichte aus Ihrer Sicht aktuell genau genug, ob das noch angemessen ist, solche Regeln zu verhängen? Leider nicht. Wir haben jetzt seit 1,5, 2 Jahren diverse Corona-Verfahren, die laufen bei den Gerichten. Und das Ob der Maßnahmen kann ja unterschiedlich beurteilt werden. Es gibt Maßnahmen, die sinnvoll sind und die auch notwendig waren. Es gibt welche, die nicht sinnvoll sind. Ich persönlich bin im Übrigen auch geimpft, habe mir meine Gedanken darüber gemacht. Aber es ist eben so, wenn man gegen diese Maßnahmen vorgeht und diese Maßnahmen letztlich angreift, dann erwarte ich einfach von Gerichten, dafür ist eine Justiz da, dass diese Gerichte sich auch mit der Faktenlage beschäftigen. Und das ist in der Vergangenheit teilweise einfach nicht passiert. Man hat sich auf irgendwelche banalen Dinge berufen, die irgendwo in den Medien kamen. Man hat aber überhaupt nicht sich mal als Gericht Fachgutachten geholt, Wissenschaftler hinzugezogen, was auch in Eilverfahren möglich wäre, jedenfalls wenn so eine Situation über 1,5 Jahre andauert. Und das ist leider nicht passiert. Das ist auch ein Vorwurf, den man der Justiz schlicht machen muss in vielen Bereichen. Die Politik hat die Problematik ein Stück weit auch abgewälzt auf Restaurantbetreiber und ähnliche. Jetzt geht es aber noch weitere Überlegungen, zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr auch nur noch Geimpfte und Genesene möglicherweise perspektivisch zuzulassen. Das ist ja noch mal eine Verschlimmerung. Ne? Ist das dann nachhaltig oder glauben Sie, dass man damit durchkommen könnte? Das ist ja noch noch nicht beschlussfähig, aber es ist ja doch in der Mache, in der Überlegung. Ja, wenn es derartige Regelungen gibt, dann hat das natürlich erhebliche Konsequenzen, auch für Berufspendler und Ähnliches. Und es ist schon ein massiver Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und auch in den eigenen Körper, sich impfen zu lassen. Die Entscheidung muss eigentlich aus meiner Sicht jeder selbst für sich treffen können. Andererseits muss auch ganz klar gesagt werden, wer die Chance zum Impfen hatte oder hat und sie nicht wahrnimmt, der ist möglicherweise dann auch nicht mehr in der Form schutzbedürftig. Das heißt, da muss ich vielleicht an Staat auch die Frage stellen, müssen wir weiter Regelungen aufrechterhalten, sei es jetzt im öffentlichen Nahverkehr oder wo auch immer, um Leute zu schützen, die vielleicht keinen Schutz wollen. Wenn ich beispielsweise Bungee springen möchte, dann ist das auch ein gewisses eigenes Risiko. Und wenn jeder die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen und sich zu schützen, das nicht möchte, dann ist zumindest mal die Frage erlaubt,
darf dann der Staat in der Art massiver Weise weiter angreifen? Oder muss er nicht vielleicht einfach sagen, wer sie nicht schützen möchte, muss das eben auf eigenes Risiko tun? Wobei dann natürlich wieder die Interessen derjenigen auch zu berücksichtigen sind, die dann vielleicht betroffen sind, weil sie sich möglicherweise nicht impfen lassen können oder weil eben letztlich auch Geimpfte sich anstecken können, wieder übertragen können. Und das sind die Fakten, die ich eigentlich meine. Ja. Da müssen sich einfach Gerichte mal mit den wissenschaftlichen Studien auseinandersetzen, wenn sie grundlegende Entscheidungen fällen. Und das passiert derzeit einfach viel zu wenig. Zwei Fragen noch. Wie sieht es aus mit Klagen aktuell gegen die G2-Regeln? Häuft sich das oder sind die Menschen einfach erschöpft und nehmen das hin, was beschlossen wird? Es häuft sich in der Tat jetzt wieder. Es gab erst eine sehr, sehr große Welle, die die Gerichte auch ziemlich überrollt hat, was allerdings auch zu erwarten war. Dann war es ein bisschen abgeflaut und jetzt nimmt das Ganze tatsächlich wieder Fahrt auf, weil jetzt trotz der Impfungen und der Testmöglichkeiten und ähnlicher Dinge eben weitere Maßnahmen aufrechterhalten werden sollen. Und das ist verfassungsrechtlich eben sehr schwer darlegbar. Nun wird das Eis für mögliche Beschränkungen, auch mögliche Lockdowns, auch mit Hinblick auf den kommenden Winter natürlich immer dünner für die Politik, weil immer mehr Menschen, oder wie Sie es gesagt haben, geimpft sind, sich haben schützen können. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es in dem Kontext noch wieder zu größeren Einschränkungen kommt? Das wird sicherlich auch ein bisschen von den Wahlen abhängen. Wir werden ja sehen, was dann im Herbst da bei den Wahlen herauskommt und wie dann reagiert werden wird. Aber ich halte es schon für nicht unwahrscheinlich, dass es auch weiterhin Regelungen geben wird. Die werden einen anderen Fokus haben. Mhm. Es wird andere Richtungen geben, irgendwelcher Vorgaben und Regelungen. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass zumindest versucht wird, die Bevölkerung dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, wie es jetzt ja im Grunde auch schon angelegt ist. Eine allerletzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Jetzt hat am 25. August nochmal der Bundestag die epidemische Lage verlängert. Für 3 Monate kann man das kurzfristig zurücknehmen, nach der Bundestagswahl beispielsweise, wenn es nicht mehr notwendig sein sollte, die aufrechtzuerhalten? Also selbstverständlich kann ein neu gewähltes Parlament auch eine neue Regelung treffen und das Ganze wieder zurücknehmen bzw. aufheben. Das ist jederzeit möglich. Ein super spannendes Thema insgesamt, finde ich. Vielen Dank, Dr. Heinze, dass Sie heute bei uns waren. Und liebe Zuschauer, das war's von Nachgefragt. Danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal.